Wenn ihr mit 3 Keulen jonglieren könnt, dann ist es Zeit für den nächsten Schritt. Das Passen mit 6 Keulen, das zeige ich euch heute mit dem Daniel. So sieht das aus. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Sophia. Willkommen bei Jonglierversand. Wir fangen an mit 3 Keulen. Das ist der erste Schritt zum Passen. Ich habe 2, Daniel kriegt 1 Keule und wir fangen an mit 3 Keulen Ultimate. Das heißt, ich werfe die erste Keule gerade zum Daniel rüber und er wirft mir in meine leere Hand diagonal 1 Keule zu. Ich werfe wieder gerade, Daniel immer diagonal, gerade, diagonal, gerade, diagonal. Das kann erstmal ganz langsam sein, am Ende kann man das schon ein bisschen schneller machen. So sieht das dann aus. So, wenn das klappt, zeige ich euch jetzt erstmal, wie man eine Keule richtig fängt. Meine Hand ist hier oben ein bisschen seitlich vom Körper weg und Daniel wirft damit 1 Drehung genau in die Hand rein. Ich kann das natürlich immer ein bisschen variieren, er muss nicht perfekt in die Hand werfen, aber optimalerweise dreht die sich von unten in die Hand ein, sodass ich sie hier mit dem Korpus nach oben auffange. Ich werfe sie zurück, genau gleich, auch wieder von unten dreht die sich hier ungefähr auf Schulterhöhe in die Hand rein. Der nächste Schritt ist, ich jongliere mit 3 Keulen und werfe dann, wenn ich fertig bin, 1 Keule zum Daniel, damit erstmal das Werfen geübt wird. Wenn ich bereit bin, werfe ich 1 Keule rüber. Ich habe 2 und kann jetzt quasi üben, wie es ist, mit 2 Keulen anzufangen, wenn er mir die dritte Keule reinwirft. Und dann kann ich wieder 1 rüberwerfen und noch einmal zu mir werfen. Genau. Das gibt mir die Möglichkeit, erstmal das zu rauswerfen aus dem Jongliermuster zu üben, genauso wie das Fangen, um dann wieder in mein normales Jongliermuster reinzukommen. Daniel übt das Gleiche natürlich auch. Und wenn wir dann bereit sind und beide das flüssig können, geht es weiter zum nächsten Schritt mit 5 Keulen. Bei 5 Keulen fange ich wieder an mit 3 Keulen und von diesen 3 Keulen werfe ich 1 Keule in das Jongliermuster von Daniel rein. Er jongliert einen Moment mit 3 Keulen und wenn er bereit ist, wirft er mir 1 Keule zu, sodass ich in mein Jongliermuster weitermachen kann. So sieht das aus. Ich werfe ihm 1 Keule zu und wenn er bereit ist, wandert das Jongliermuster zu mir rüber und wieder zu ihm und wieder zu mir. Auch das wird geübt, bis ihr beide das flüssig könnt, bis ihr euch sicher fühlt. Und wenn das klappt, sind wir bereit für die 6. Keule. Jetzt geht's richtig los mit dem Passen. Wir haben jetzt beide 3 Keulen, jetzt geht's richtig los. Um das Ganze am Anfang ein bisschen zu vereinfachen, haben wir das Ganze einmal mit einer farbigen Keule aufgestockt. Die erste Keule, die ich loswerfe und die erste Keule, die Daniel loswirft, ist bei uns jetzt orange, damit das ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Wir fangen an mit dem Passen im sogenannten Six Count. Das bedeutet, es gibt 6 Zählzeiten zwischen dem Pass und dem nächsten Pass. Der erste Count, die 1, ist der Pass und 2 bis 5 sind Selves, also Würfe, die ich zu mir selbst werfe. Wir zeigen das einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pass, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr habt schon gesehen, 1 wird geworfen und dann der Rest bleibt selbst. Der 6-Count ist eher langsam für das Passen. Die meisten Jongleure machen das Ganze im Vor-Count. Das bedeutet, die 1 ist geworfen und 2, 3 und 4 sind die Selves, die wir zu uns selbst werfen. Wir zeigen das einmal. 1, 2, 3, 4, Pass, 2, 3, 4, Pass, 2, 3, 4. Das ist dann schon ein bisschen schneller, deswegen auch schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber auch das mit ein bisschen Übung kriegt ihr sicher hin. Ganz wichtig beim Passen ist es, sich gegenseitig Feedback zu geben. Denn wenn ich auf mein Jonglieren konzentriert bin, kriege ich wenig mit, wie meine Passes beim Daniel ankommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass er mir erzählt, ist es ein bisschen zu weit, ist es zu kurz, ist es ein bisschen überdreht vielleicht, wo muss ich das Ganze anpassen. Deswegen wird der Daniel mir jetzt mal ein paar nicht so schöne Würfe zuwerfen, sodass ich ihm quasi Feedback geben kann, was er besser machen kann. Der war sehr schön. Der war ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu weit. Perfekt, wundervoll. Da haben wir schon gemerkt, durch mein Feedback konnte er perfekt anpassen, wie sein Wurf bei mir ankommen muss. Und dadurch habe ich ihm quasi geholfen, seinen Wurf zu verbessern, was unser Passing-Muster viel besser macht. Das Gleiche machen wir natürlich auch umgekehrt. Also auch er muss mir quasi Feedback geben, bis dann beide ein bisschen besseres Gefühl haben, wie man den Wurf am besten rüberkriegt.
Fasten ist eine sehr schöne Alternative zu dem alleine Jonglieren. Wenn man was mit Freunden machen möchte, ein bisschen mehr gemeinsam jonglieren, bietet sich das Fasten sehr an. Es gibt viele verschiedene Muster mit zwei Leuten oder auch mit mehr Jongleuren. Wir haben noch viele weitere Videos, wo wir noch weitere Passing-Tricks zeigen. Schaut sie euch an, drückt gerne auf Like, wenn euch das gefallen hat und abonniert unseren Kanal, um alle weiteren Videos mitzukriegen. Viel Spaß!